Beste okay. Investition ever. Ja, die fällt aus. Die würde es retten, ich sag's euch. Ja. Warte, machen wir noch höchstes Leben. So. Du solltest einfach einstellen, niedrigste Reichweite oder sowas. Was machen wir? Ich gehe hier oben hin, also nach links im Endeffekt. Ich stelle mich einfach vor den Kern und baller alles weg, was zum Kern will. Okay. Gute Taktik. Passt. Oh, Schwerkampfläufe direkt zuerst. Na dann. Schön weit aufmachen. Was? Wieso beim Zahnarzt? Oh Mann. Was ist mit mir heute los, ey? Ich würde fast sagen, eher beim Gynäkologen, weil ich ja von hinten rangehe, aber okay, Zahnarzt ist angenehmer. Das ist. Wir sind ja hier nicht über 18 und so. Also, wir machen keine. Nicht alle zumindest, ja, ja. Schauen Kinder zu, Mann. Wenn man es so nennen will. Natürlich, das sind alles Kinder. Ah, ich sterb gleich. Böse. Da waren schon welche beim Kern. Ja. Ja, die Springer. Oh, das ist gut, ne? Jo. Besser als letztes Mal. Haben noch 12 Zombies oder so. Ja, der Kern ist down quasi. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Kampflöfer gekillt. Sieg! Ja! Ja! Geil! Sieg für die Horde! Oh Mann, ey. Oh. Sweet ist voll traurig. Oh. Hm. Naja. Ja, ich hab weniger Schaden gemacht als sonst. Warum? Das ist so einprogrammiert in das Spiel. Snowfall 247 macht immer am wenigsten Schaden. Nee, es ist einfach wirklich so, dass ich. Markus macht keinen Volltreffer. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch langsam geschossen, ne? Weil ich habe. Ich hab versucht, das alles noch kennenzulernen. Das ist vielleicht auch nicht die beste Map dafür. Mhm. Die Map ist wahrscheinlich wirklich besser für Schrotflinte als Zweitwaffe. Ja. Ja. Mal so eine dumme Frage: Kann man eigentlich auch Maps überspringen? Nee. Nein. Also ist das auch keine Option. Nee, leider nicht. Können sich reinhacken und cheaten und so weiter, aber das wollen wir nicht. Nee, das geht ganz schwer mit Sanctum. Schon getestet? Natürlich. Mhm. So, ich bleib bei Hagen. Ich hab ausgesucht, passt auch so weit eigentlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Stabiler Kern. Heil 10% der Maximalgesundheit. Okay, also doch 400. Sag ich doch. Hm. Scheiße. Ich glaube fast, ich schmeiß einen Ingenieur raus für verlangsamende Geschosse. Ich weiß nicht, ob ich mit der Rex noch irgendwann lerne, richtig gut zu spielen, oder nicht. Tja. Du musst mit der Rex nicht auf was runterzielen, weil die nämlich was höher schießt. Die zielt ja selber im Endeffekt. Was? Die zielt ja selber im Endeffekt.
Ja, wenn du nur mit Rechtsklick angreifst, natürlich. Zumindest habe ich die bisher so gespielt, dass ich fast nur mit Rechtsklick gearbeitet habe. Ist unpraktisch, wenn die so eine Horde direkt vor dir steht. Dann spiele ich jetzt auf Nahkampf. Hier, komm, Schrot. Okay. Soll ich Synergie jetzt drin lassen oder nicht? Mach wie du meinst. Ich will es drin lassen. Und ich überlege gerade, ob ich doch wieder Sky nehme, aber dann trotzdem mit der Schrot. Was wir machen sollen, ist auf jeden Fall jetzt direkt in der ersten Runde Bienenturm bauen. Ja, werde ich auch tun. Das ist mal wirklich zu überlegen, wie ich wirklich Schaden mache, weil ich meine, dass ich wenig Schaden mache, stört mich selbst nicht, aber es ist unpraktisch für das ganze Spiel. Mhm. Deswegen. Yay! Alter! Ich muss Rocket Jump machen. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass Demon oder irgendwer vielleicht da irgendwie eine gute Aussage für hätte. Nur wie gesagt, du machst recht wenig Schaden, zielst aber gut mit Agro. Also. Ja, denke ich. Okay, schon. Hammer, Max, dann schaff mich vom Kairos zu ballern. Mit deinem Gerät. Pump mal lieber den Laser weiter auf. Oh, ich hab da schon wieder viel zu viel Spaß dran. Versteh ich gar nicht. Ja, was musstest du mir auch all dein Geld im Arsch schieben? Was musstest du mir im Blickfeld rumrennen? Rocket Jump. Ja, das macht man nach oben, nicht vor meinem Gesicht. Ja, aber vor deinem Gesicht macht's mehr Spaß. Nee. Doch. Bin ich objektiv dagegen. Das ist objektiv Pech. Simon? Ja? Taktische Gegenüberstellung. Die Schrot hält das langsame Waffe, oder? Ja. Ich nehme taktische Gegenüberstellung. Okay. Mit Raketenwerfer halt, und Schrot? Macht halt nur 60% Schaden, ne? Aber hat dafür die doppelte Schussgeschwindigkeit und Munition. Das heißt, du machst insgesamt 20% mehr Schaden. Oder so. In der Theorie. Juhu. Ach ja, keine Alter. Ahnung. Ich hab getroffen. Ja. Oh, das tut mir leid. Mitten ins Herz hast du mich getroffen. So, Minenturm. Ist okay. Minenturm. Ich werd hier gemobbt, ey. Das ist ja unglaublich. Direkt hierhin. So. Ich hätte das übrigens vielleicht ein bisschen anders gemacht. Dann mach ich den noch anders. Ja, hier sollte doch zwei dick sein, oder? Genau, und das wird dann nach hinten zwei dick gemacht. Dann rennen die vorne rein. Ne, über Türme können sie, glaube ich, nicht drüber springen. Doch. Doch. Echt? Klappt schon. Also, wenn jetzt nur, ich meine. Und wenn dann. Gerade wenn so eine Gauss oder auch so ein Streulaser hast, die sind doch eigentlich viel zu hoch. Da müssen die doch grafisch gesehen durchspringen müssen.
Und auch wenn, dann sind wir verpflichtet, da die Türme hinzubauen. Wir haben nur 15. Wir haben mehr Plattformen als Türme. Ja, wie schon gesagt, ich hatte geplant, dass wir da auf der Reihe ein bisschen was bauen und dann hier eben so eine Waffenplattform haben. Wie wir es ja letztes Mal auch schon hatten, wie du angekündigt hast. Was das jetzt unsere Taktik sein könnte, tun müsste. Okay. Nicht? Oder hab ich da wieder falsch verstanden? Naja. Wenn du dann eine Waffenplattform willst, dann verstehe ich nicht, warum wir hier komplett bis nach ganz hinten gehen. Damit wir auch manuell angreifen können und ein bisschen was Zeit haben. Sinn? Egal. Zeit? Na, egal. Außerdem kommen denn jetzt hier zweimal an der Waffenplattform vorbei, statt nur einmal. Ja, aber die Waffenplattform ist zu dünn gerade. Das ist ja auch nicht die richtige, die kommt auf der Seite hier. Das ist einfach nur so vorab, weil wir noch nicht genug Türme haben für eine Plattform. Es ist eine provisorische, ein provisorischer Aufbau vorerst, also genau. Ist alles in Ordnung. Kein Plan, was du meinst, egal. Wir sind echt schon eine Wendlänge heute, kann das sein? Halt noch einen Turm setzen. Nicht noch einen Turm setzen oder so, für seine Punkte. Hast du fein gemacht. We've got work to do. Und jetzt macht er wieder weg, also jetzt was Gutes wird er für den Anfang. Naja, andererseits auf so einem Zombie, wenn er auf dem Boden liegt, ist das gut. Gut, lassen wir es. Moment. Meiste Gesundheit, so jetzt. Habt ihr es? Hab ich. Let's go. Wo genau kommen die raus? Da vorne, ne? Ja. Ja! Oh weh. Ich sehe schon, ich werde hier recht wenig Schaden machen diese Runde. Wahrscheinlich. Die Spur hat eigentlich 6 Schuss, oder? Ja. Ja, dann zählt die als schnelle Waffe. Schnelle Waffe, okay. Ist mir jetzt neu, aber gut. Mal. Fußfetisch ist okay, müssen nur nicht meine sein. Was wie. Oh. Ja. Ja. Ich habe gerade die Rakete gesehen. Ich glaube, du hast da mit Graffiti ein Smiley drauf gemalt. Ja, woher weißt du das? Weil die mir gerade durchs Bild geflogen ist. Ich mal gucken, kann man es wieder stoppen zum Glück. Oh, das ging auch ziemlich gut. Mhm. Jo. Huchtig aus, klappt runter. Warum macht ihr das denn? Die hat da unten hingezielt. Wieso? Der war die doch hier. Die ist ein bisschen betrübt. Die hat viel zu wenig Schaden gemacht, finde ich aus. 31k. Die Arme aus. Das ist wenig, ja. Aber, ganz ehrlich, ob es jetzt viel mehr Schaden macht oder nicht, mit der, mit dem Raketenwerfer 6 Schuss zu haben, die schnell schießen, und alle 6 gleichzeitig als Zielsuchen zu feuern, ist episch. Ja. Finde ich einfach toll.
Das coolste ist, finde ich, wenn man mit der Rex irgendjemanden anvisiert und dann die Raketen in die Luft schießt. Also ganz nach oben. Dann kommen die alle auf einmal runter. Mhm. Doomsday Device. Hm. Aber wo du dahin stehst, ist eigentlich fast egal, weil die splittern ja eher auf den Zielen zurück, oder? Ja. Ja, ich glaube, wenn du zu nah dran bist, dann macht es nicht so viel Schaden. Kann sein. Also habe ich bemerkt. So, unser Zeitblick hier hat jetzt gedacht, kommen dann eine Verdeckung hin, wo wir dann alles drauf packen. Ja, aber dann können die hier ja direkt. Ja. Direkt zum Turm hüpfen. Das ist. Gott. Obwohl, wenn die da den ganzen Weg lang gehen müssen, sind die schon sehr angeschlagen. Stellt sich einer da an den Kern und macht die alle schnell kaputt. Eben. Die gefällt mir nicht. Nebenbei, warum ist die Schrotflinte eine schnelle Waffe, ganz ehrlich? Kein Plan. Wenn die eine langsame Waffe gewesen wäre, wäre das so episch für mich. Vielleicht meinen die ja nicht schnelle und langsame, sondern Main- und Nicht-Main-Waffen. Nein. Bezweifle ich irgendwie. Weil nämlich, ich habe zwei Main-Waffen. So, lass mal schauen. Hier müsste man dann aufbauen. Das können wir auch probieren. Das können wir auch problemlos so machen. Das ist eine simple Tatsache, dass wir eh viel mehr Platz als Blöcke haben. Jo. So, dann können obwohl ich fast wirklich der Meinung bin, dass wir irgendwann einfach nur ein Block breite Gänge machen sollten, wo wir uns wirklich manuell um die Viecher kümmern. Weil der ganze Rest ab Welle 6 und 7 da viel besser abgeschirmt ist mit. Mhm. Würde ich eh sagen. Was ich jetzt gemacht hätte, wäre entweder irgendeine viereckige Plattform oder eben hier eine zweibreite Reihe und danach noch eine einbreite. Da springen zwar dann die Hüpfer drüber, aber ist ja scheißegal, die sind ja gleich durch diese riesen 2 oder 3 breite Defense Array. Das können wir gut machen. Ja, genau. Und ich würde es eben jetzt genau andersrum machen. Erst Lichthüpfer sicher rein, dann eben jetzt hier die letzte Hüpfer sicher machen. Das was auch immer du tust, müssen. Du musst noch einen Block mehr an deine doppelte Wand packen, damit die da nicht durchhüpfen quer. Ja. 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 Jo. Ja. So, genau. Da hat er recht. Tu nicht so erstaunt, bitte. Nicht erstaunt, so. Türme. 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 Mehr Leidenschaft. Soll ich da den Verstärker hinpacken vielleicht, oder? Erstmal oder bringen wir dich auf Level 3. Oder lieber da. Keiner hat dich so nebenbei. Türme. Türme. Ja, pack den mal direkt daneben, genau. Ich glaube zwar fast eher auf die andere Seite, aber gut. Ja, da habe ich gerade eben nachgeschaut und hast du gesagt, nee, ich habe nicht nur gesagt, ich habe Türme gesagt, weil Marx das geschrieben hat. Danach. Nee. So, Upgrades. Ah, nee. Ah, doch. Nee. Nee, lass mal lieber. Nee, das ist, glaube ich, ein wenig als gefährlich. Experimente mit den ganzen eh schon experimentellen Sachen, nee, da lasse ich die Finger von, das muss nicht sein. Oh. Das ist, am Ende fliegt uns das in die Luft und dann war's das. Das ist nicht toll. Nee. So, was hast du gesagt, Bart, dass du wieder 270 Punkte hast? Yes, Baum. Du, Marius, hast 270 Punkte, nutz die mal. Welche Punkte? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bist du dir sicher, dass wir hier eine Kairos brauchen? Ja. Wie kommst du zu dieser Annahme? Ganz dringend.
Die Annahme lautet, er wollte recht haben, dass er keine Punkte hat. Das ist die Dringlichkeit. Meine. Hey! Du! Ja, was? Oh, jetzt ist es. Von allen Seiten einfach. Bleib in der Base. Abbing. Hey. Hören wir auf, komm. So. Achso, ich habe das Geld schon wieder gekriegt. Nee, hast du nicht. Was ist das Geld denn? Hat er selber eingesammelt dann? Sicher versteckt. Das ist bestimmt dieser Trägheitsfeldspender. Trägheitsfeldspender? Das ist ja so viel besser als meine Kairos. Ja, nee, nur, dann ist es gezielt. Nur, wie du das ausgesprochen hast, war die Sache. Trägheitsfeldspender? Das ist bestimmt dieser Trägheitsfeldspender, den Simon da platziert hat. Die Queen. Oder nee, warte, stimmt. The Queen is not amused about this Trägheitspferd später. Das kommt so dämlich. Ja, ich hab permanente Slow-Mo. Ja, und du sparkelst. Sparkle Party. Und ich kann Leuten auf den Sack gehen, indem ich ihnen nahe komme. Das kannst du auch ohne den Kram, in dem du Leuten nahe kommst. Was? Wirklich? Wie? Indem du bist? Nein. Doch. Wirklich? Nö. Ach nee, echt? Was? Wie? Oh. Ja, läutert sie, verbrennt sie, macht was ihr wollt. Tod! Und Vernichtung. Alter! Schön, aber nicht so laut rum, ey. Ich sitze da in der Säure und still rum. Zum Teufel. Aha! Ja, weißt du. Ja, ein super tiefgreifendes Peeling. I'm so sweet! Also, Ketten, wir verbringen gleich mal die doppelte Action mit rein hier. Weil ich auch durch die Gegend geschleudert werde. Ja, das ist jetzt geil, ey. No, you didn't. Zombies Nahkern. Jetzt nicht mehr. Doch, die kriechen hier immer noch rum. Aber ohne Witz, das ist voll effektiv. Ja. Die Raketen machen voll den Splash damit. Vor allem, wenn wir irgendwie teilweise, wenn wir gleichzeitig aufladen und schießen, 9 Raketen gleichzeitig aufheuern. Ja. Wie mit den Feuersäulen damals. Vor einer ganzen Weile mal. Wollen wir eigentlich das hier unten jetzt verdoppeldicken oder noch nicht? Verdoppeldicken. Ja, ich glaube schon. Also zumindest noch nicht, aber schon mal im Hinterkopf behalten, dass wir das noch machen werden. Hab schon angefangen. Okay. Danke. Achso. So, ich glaube hier mit. Extra für Markus. Was? Ja! The Sound of Wellness. Ja, warte, ich helfe dir ein bisschen. Da, geh weiter. So. Hey. Schon okay. Hold on, I'm
Ändert euren Bereitschaftsstatus auf Ready when you are. Also mir fehlen noch 4 Punkte. Die arme Kairos. Wo kommt die Kairos wieder her? Die ist hier nicht sinnvoll. Natürlich. Nein. Warum nicht? Sag mir einen Grund, warum nicht. Weil das Feld hier die Kairos einfach ineffizient macht, weil die Reichweite hauptsächlich mit unseren Blöcken benetzt wird. Aha, benetzt mit unseren Blöcken. Hast du schon mal gesehen, wie groß die Reichweite von der Kairos ist? Habe ich, ist trotzdem vorwiegend unsere Blöcke, die ihr benetzt. Hast du schon mal gesehen, wie die Rex einfach ein Drittel des Bildschirms aufbraucht? Habe ich, ja. Ich habe auch mal Sweet gespielt, ganz kurz. Ich habe mit Markus geredet.